Ihr seid einfach so hergekommen? Aus einer anderen Welt? Als ihr diese Welt verlassen und in die nächste Welt gehen wolltet, hat euch eine fremde Gottheit aufgehalten? Fremde! Eure Reise wird hier ein Ende finden. Wer bist du? Der Erhalter der himmlischen Prinzipien. Die Arroganz der Menschheit endet jetzt. Und so entführte die fremde Gottheit meinen Bruder. Außerdem wurden mir meine eigentlichen Kräfte geraubt. Einst konnten wir die Welten frei durchstreifen, und nun sitze ich hier fest. Ich weiß schon gar nicht mehr, vor wie vielen Jahren das gewesen sein muss. Aber ich werde das nicht auf sich beruhen lassen. Nachdem ich erwacht war, bin ich ganz allein umhergewandert, bis ich dich vor 2 Monaten traf. Und ich bin dir immer noch dankbar, dass du Paimon vor dem Ertrinken gerettet hast. Deswegen wird Paimon dir auf deinem Weg beistehen. Gut, wir müssen los. Hier geht es nicht weiter. Dann musst du wohl klettern. Klettern verbraucht Ausdauer, die sich aber mit der Zeit von selbst wiederherstellt. Dann gehen wir die Strecke, wie wir geplant haben. Auf zur Statue der 7. Ich frage mich, welche der 7 Gottheiten in dieser Welt die ist, nach der du suchst. Das ist die Statue der 7. Überall im Land sind die Statuen der Gottheiten verteilt, um zu zeigen, dass sie über diese Welt wachen. Diese Gottheiten beherrschen die verschiedenen Elemente. Diese hier kontrolliert den Wind. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob der Gott des Windes der ist, den du suchst, aber natürlich bringe ich dich nicht ohne Grund in das Gebiet dieses Gottes. Denn wie wir wissen, werden Sprache und Poesie mit dem Wind weitergetragen. Da wird es sicher jemanden geben, der etwas über deinen Bruder weiß. Ganz bestimmt. Ob die Götter dir antworten, ist natürlich eine andere Frage. Das werden wir nur herausfinden, indem du es versuchst. Na, dann legen wir mal los. Thank you.
Oha! Hast du eben die Elemente dieser Welt gespürt? Sieht aus, als müsstest du nur die Statue berühren, um die elementare Animokraft zu erhalten. Die Wesen in dieser Welt kommen nicht so einfach wie du an ihre Kräfte, musst du wissen. Das Ganze ist ziemlich seltsam. Seltsam? Du hast diese Macht den Göttern zu verdanken. Wenn du von hier aus weiter nach Westen gehst, kommst du in die Stadt der Freiheit, Mondstadt. In Mondstadt huldigt man den Gott des Windes. Es ist ja auch die Stadt des Windes. Vielleicht findest du ja dort Spuren. Schließlich hast du die Kraft von dieser Statue hier bekommen. Außerdem soll es in Mondstadt viele Baden geben. Vielleicht hat ja einer von deinem Bruder gehört. Gehen wir's an. Die Elemente haben auf deine Gebete reagiert. Ich denke, das ist ein wahrhaft gutes Zeichen. Riesiges Ungestüm. Und es fliegt. Es ist in den Wald hineingeflogen. Wir sollten aufpassen, wo wir hingehen. Guck doch mal. Keine Angst, ich bin doch wieder da. Er spricht mit einem Drachen? Auch? Wer ist da? Paimon fast weggeblasen. Paimon konnte sich gerade so an deinen Haaren festhalten. Danke! Nur gut, dass meine Haare noch sitzen. Wenigstens hat es der Drache nicht auf uns abgesehen. Was ist überhaupt passiert? Paimon dachte schon, wir wären Drachenfutter. Der Drache hat sicher etwas mit dem komischen Kerl zu tun, der mit ihm gesprochen hat. In dieser Welt gibt es also Drachen. Ja, Paimon versteht, dass du besorgt bist. Oh, was ist das? Auf den großen Stein dort leuchtet etwas Rotes. Sehen wir uns das vom Nahen an. Einen solchen Stein hat Paimon noch nie gesehen. Paimon kann das nicht einordnen. Paimon vermutet aber, dass er gefährlich ist. Wir sollten ihn fürs Erste mitnehmen. Wir haben ihn. Jetzt sollten wir schleunigst verschwinden. Möge der Windgott dich beschützen, Fremder. Ich bin Kundschafterin des Ordo Favonius. Mein Name ist Amber. Du bist kein Bewohner von Mondstadt, nicht wahr? Sag, woher kommst du? Beruhige dich bitte. Wir wollen keinen Ärger machen. Das sagen sie alle. Ich bin erfreut. Mein Name ist Lumine. Das klingt nicht nach einem hier geläufigen Namen. Und was macht das Maskottchen hier? Ist nur was zum Knabbern. Hör auf! Das ist ja noch schlimmer als ein Maskottchen. Ihr seid also zusammen auf Reisen, ja? Um Mondstadt herum wurde ein Drache gesichtet. Ihr solltet besser schnell in die Stadt gehen. Wir sind nicht weit entfernt. Ich kann euch dorthin begleiten. Schließlich bin ich ein Ritter. Ach so? Du bist gar nicht hier, um etwas anderes zu erledigen?
Natürlich habe ich noch einen Auftrag auszuführen. Das hindert mich aber nicht daran, euch sicher in die Stadt zu führen. Außerdem kann ich euch nicht einfach so allein lassen. Ich weiß ja noch gar nichts über euch. Du scheinst uns nicht sonderlich zu vertrauen. Oh, das tut mir leid. Als edler Ritter sollte ich nicht so mit euch sprechen. Ich bitte vielmals um Verzeihung, fremde, ehrwürdige Reisende. Das kam sehr gezwungen rüber. Hast du etwas gegen den Wortgebrauch aus dem Handbuch des Ritterordens? Also, unbekannte Reisende, was habt ihr in Mondstadt vor? Lumine wurde auf einer langen, langen Reise von ihrem Bruder getrennt. Ich bin ihr Reisegefährte und begleite sie auf der Suche nach ihrem Bruder. Aha, eine Suche nach Familienangehörigen. Na gut, wartet, bis ich meinen Auftrag ausgeführt habe. Dann kann ich euch dabei helfen, Zettel für die vermisste Person zu verteilen. Um was für einen Auftrag handelt es sich eigentlich? Nichts Weltbewegendes. Ihr werdet es gleich sehen. Ach, ein Hillichurl? Lasst ihn nicht entkommen! Diese wilden Monster kommen in letzter Zeit immer näher an die Stadt. Der Auftrag, von dem ich euch erzählt habe, ist, ihr Lager auszulöschen. Ha, das war doch ein Klacks. Ich muss aber zugeben, dass ich den Kampfstil von dir nicht erwartet hätte. Danke für deine Unterstützung eben. Wie hat es sich angefühlt? Ich fand es locker flockig. Da wir schon darüber reden, wieso tauchen die Hillichurle hier überhaupt auf? Diese Kreaturen schlagen ihre Lager doch normalerweise nicht so nah an Städten auf. Genau. Eigentlich sollten sie sich mehr in der freien Wildnis tummeln. Aber seit dem Auftauchen von Sturmschrecken haben sie die Obstplantage zerstört und die Handelswege gefährdet. Wenn die Stürme ausbrechen, werden immer einige verletzt. Deshalb hat der Ritterorden alle Hände damit zu tun, das Gebiet zu verteidigen. Diese lästigen Dinger kommen also immer näher? Das stimmt. Dafür haben wir heute wieder ein Lager besiegt. Das ist schon mal ein Anfang. Und jetzt folgt mir einfach. Als verantwortungsbewusster Ritter werde ich euch in die Stadt begleiten. Darf ich euch vorstellen? Die Stadt des Windes und des Löwenzahns. Die Stadt des Hirtengesangs und der Freiheit. Reisende, die ihr unter dem Schutz des Ordo Favonius steht, ich heiße euch herzlich willkommen in Mondstadt. Endlich müssen wir nicht mehr draußen übernachten. Die Leute hier scheinen aber nicht gerade in bester Laune zu sein. Das wird an Sturmschrecken liegen. In letzter Zeit dreht sich alles nur um ihn. Aber solange Jean da ist, wird alles gut ausgehen. Jean? Stellvertretender Großmeister des Ordo Favonius. Jean ist die Beschützerin von Mondstadt. Mit Jean an unserer Seite können wir selbst ein Ungeheuer wie Sturmschrecken besiegen. Hoffentlich weiß sie etwas über den Gott des Windes. Ach ja, bevor wir zusammen zum Hauptquartier des Ritterordens gehen, möchte ich dir ein Geschenk überreichen, Lumine. Sieh es als Dankeschön für deine Hilfe beim Hillichurl-Lager. Wie bitte? Wo bleibt Paimons Geschenk? Du wirst kaum etwas damit anfangen können. Dafür lade ich dich auf eine Portion Honigmöhrenfleischpfanne heute Abend ein. Eine Delikatesse aus Mondstadt. Honigmöhrenfleischpfanne! Aber jetzt kommt mal mit mir. Wir gehen zum höchsten Punkt der Stadt.
Und nun mein Geschenk an dich. Ein Windgleiter. Als Kundschafter von Mondstadt fliegt man damit durch die Lüfte. Auch die Bewohner der Stadt benutzen sie gern. Ich wollte, dass du gleich zu Anfang siehst, wie toll so ein Gleiter ist. Du musst diese Gleiter ja echt lieben. Der Wind ist nun mal die Seele Mondstadts. Probier den Gleiter doch gleich mal aus. Es mag auf den ersten Blick sehr einfach erscheinen. Du solltest aber trotzdem auf meine Hinweise achten. Der Himmel! In Ordnung? Du hast also das Zeug, gegen einen Drachen zu kämpfen. Bist du ein Gast oder ein weiterer Sturm? Sturmschrecken greift jetzt sogar das Innere der Stadt an. Kaya, Lumine, ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Wir müssen... Warte, Amber. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ach, stimmt. Das ist Kaeya, unser Rittermeister. Diese beiden hier sind zwei Reisende von sehr weit weg. Lumine und Paimon. Von sehr weit weg also? Das war so. Ich verstehe. Wir heißen euch herzlich willkommen in Mondstadt. Leider kommt ihr zu einer recht unpässlichen Gelegenheit. Nur zu gut verstehe ich den Schmerz der Trennung von der Familie, Reisender. Ich weiß zwar nicht, warum ihr den Gott des Windes sucht, aber jeder hat so seine Geheimnisse, nicht wahr? Haha, alles gut. Belassen wir es dabei. Jedenfalls würde ich gern im Namen des Ritterordens unseren Dank aussprechen. Gern geschehen. Wie wär's mit einer Belohnung? Wie wäre es mit einer Delikatesse von Mondstadt, der Honigmöhren-Fleischpfanne? Diesen Satz habe ich doch eben erst gehört. Deinen Kampf gegen den Drachen haben nicht weniger Bewohner der Stadt mit angesehen. Der stellvertretende Großmeister möchte euch gern persönlich sprechen, wenn ihr ihr die Freude erweisen könntet, zum Hauptquartier des Ritterordens zu gehen. Hier geht es zum Ritterorden. Den solltest du dir ansehen. Jean, immer langsam mit den jungen Pferden. Wollten wir nicht erst auf sie warten? Sturmschrecken scheint auch außerhalb der Stadt unterwegs zu sein. Sobald wir sie getroffen haben, will ich so schnell wie Ganz möglich... Ganz ruhig. Ich werde auch noch helfen. Stellvertretender Großmeister, ich habe die beiden hergebracht.
Und so hat sich das Ganze abgespielt. Mondstadt heißt euch herzlich willkommen. Dank sei den Winden, die euch hergeführt haben. Ich bin Jean, der stellvertretende Großmeister. Das ist Lisa, die Bibliothekarin des Ritterordens. Ach, seid ihr Süßen hergekommen, um uns unter die Arme zu greifen? Wie niedlich ihr seid. Nur zu schade, dass ihr in solchen Zeiten zu uns stoßt. Seit Sturmschrecken wieder erwacht ist, treibt er sich in der Nähe der Stadt herum und stiftet Unheil. Der Fluss der Elemente wurde gestört. Dieser empfindliche Kreislauf ähnelt nunmehr einem Wollknäuel in den Pfoten einer Katze. Für einen Magier ist dies das Schlimmste, was passieren kann. Meine Haut ist ganz rau und meine Laune könnte nicht schlechter sein. Wenn es diese Störung nicht gäbe, könnte der Ritterorden euch natürlich mehr als nur ein paar Zettel mit einer Vermisstenanzeige bieten. Wir möchten euch bitten, eine Weile in Mondstadt zu bleiben. Der Ordo Favonius wird sich um euer Problem kümmern. Super! Gebt Bescheid, wenn es etwas Neues gibt. Wo kann ich schlafen? Hey, nicht zu faul! Wir sollten unseren Teil beisteuern! Nun denn, wir sollten unser Vorgehen planen. Da Sturmschrecken Mondstadt nun direkt angreift, haben wir nun die Möglichkeit, schwere Geschütze aufzufahren. Lisa könnte mit ihrer Magie der Quelle des Orkans auf die Spur kommen. Tatsächlich? Sie liegt in den Tempeln der vier Winde. Dass Sturmschrecken Stürme solchen Ausmaßes überhaupt erschaffen kann, liegt an der dort zurückgebliebenen Kraft. Unser Ziel sind nun drei dieser vier verlassenen Tempel. Ich denke, jeder weiß, warum wir uns drei Tempel vornehmen. Nein, Paimon nicht! Für Einheimische ist das sicher klar. Meine lieben Ritter des Ordo Favonius, die Zeit spielt gegen uns. Ein großer Sturm zieht auf. Es bringt nichts, allein eine Abwehrhaltung einzunehmen. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Lasst uns zu den Tempelruinen aufbrechen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Darüber ist Paimon sehr glücklich. Aber wisst ihr, was Paimon auch noch glücklich macht? Ein Daumen nach oben und ein Abo würde Paimon wirklich freuen. Und eine Milch ist auch super.